jetzt da vergleichen wir das Ganze mit Tulln. Also die Wiener Situation mit Tullner Situation. Ja? In Wien habe ich gesagt, bewölkt, feuchte Luft, kalte Luft. Ja? Von der Seite kommt Wind, der ist wärmer, trocken. Ja? Meine Schätzung, da unten, die unteren Schichten sind alles Regenwolken. Ja? Und wieso werden, also erstens weht von den Wolken keine feuchte, sondern trockene Luft, warme statt kalte oder kältere. Ja? Und wieso lösen sich die Wolken eigentlich auf? Wäre jetzt interessant zu prüfen. Druck, Temperatur, Feuchtigkeit in den oberen Schichten. Ja? Weil obwohl das hier also Regenwolken sind, ist meine Vermutung, oberhalb dieser Regenwolken sind enorme Massen chemischer Wolken, die die Feuchtigkeit absorbieren, erniedrigen die Sättigung des Wassers in den Regenwolken, dass nicht zum Regen kommt, dass die Wolken völlig aufgelöst werden. Ja? Übrigens, und das kann man selber checken, welche sind gegenüber unten, oben Bedingungen unter normalen Umständen und bei schon naturell üblichen Anomalien. Ja? Das heißt, Normalfall oben kälter, feuchter, niedrigerer Druck. Das sind die naturell normale Zustände oben gegenüber unten. Es gibt schon natürliche Anomalien, ja, Inversion. Ja? Also denkt darüber